Ja, halli, hallo, liebe Roboterfreunde, ich bin's, der Tenshi. Und ich bin's, der Angelo. Hier von Sinups Kanal, wir spielen Robocraft, yeah. Der eine oder andere wird's vielleicht auffallen, mein Roboter sieht ein bisschen anders aus, meine RPs sind auf einmal bedeutend weniger geworden, von, ich glaube, 103 oder 104.000 auf 14.000. Das liegt daran, dass ich jetzt beim Angelo saß und da haben wir mal ein bisschen an Angelo und meinen Roboter rumgespielt. Ich zeige euch erstmal meinen hier. Der sieht jetzt ganz schick aus. Wir haben jetzt vorne mal so eine Dinger drauf gemacht. Die sind arschteuer, glaube ich, 2000 pro Stück. Dann habe ich alles mal ersetzt. Und zwar habe ich, das sind T5er, die zwei, und das sind T6er. Und dann habe ich hier drinne, das ganze Teil ist mit T4er Panzerung, außer dieser blaue hier. Das ist, da sitzt nämlich mein Typ drauf. Außer diesen blauen ist alles T4er Rüstung. Ja, und da bin ich automatisch in T5 gerutscht. Da dachte ich mir, na scheiß drauf, dann machst du jetzt T6er drauf und dann klappt das. Und dann sind wir zum Angelo, ne, und haben das Ding auch nochmal aufgebaut. Hier, Angelo, du kannst es gern mal zeigen. Guckt einfach oben links, da habe ich ja das Video eingeblendet. Angelo, dreh mal eine schöne Runde. Ich dreh da schon die ganze Zeit. Schön. Ach, guckt euch das an, ne? Ist ja nicht wunderschön. Und der. Wir haben uns gequält. Ja, wir haben einen Haufen Matches gemacht, damit wir die RPs zusammenkriegen, weil der war von drinnen teilweise noch, ja, Stufe 2 Teile waren da drinnen, oder? Was Weißes, ja, haben wir nicht gefunden, aber auf jeden Fall ist der jetzt auch komplett richtig Bombe, ja, nur mit T4. Richtig krankes Teil. Ja, und der hat mehr Waffen drauf als ich. Das sieht gar nicht so aus, aber der hat tatsächlich mehr Waffen. Und ich wollte jetzt nur eine wache Sache machen. Ich muss sagen, das sieht scheiße aus, aber ich muss es einfach tun. So. Huch, falsche Taste hier, den hier. So, da habe ich jetzt 3 T5er und 4 T6er drauf. Okay, und damit werden wir jetzt einfach in die Schlacht gehen, oder, Anschno? Bisschen töten. Jawohl. T5, wir kommen. Wir haben schon ein paar Tests gemacht. Oh, ich glaube, hier wurde geschrieben. Sorry, Tenshi, ich habe gedacht, du nimmst nicht auf. Du, Tenshi, ich habe einen Freund, Keksmons, der ist ein Abonnent von dir. Cool, aber du kannst keine Freundschaftsanfragen mehr annehmen. Könntest du vielleicht... Oh, jetzt konnte ich zu Ende lesen. Tut mir auf jeden Fall leid, ne? Keks, irgendwas mit Keks war der Freund, ne? Aber wem soll ich denn kicken? Das ist die Frage. Wem soll ich kicken? Ich kann nicht einfach irgendwelche Leute kicken. Das ist halt schwierig. Ich muss irgendwie gucken, wer aktiv ist und wer nicht. Gut. Jetzt geht's aber erstmal voll in die Schlacht. Ein bisschen konzentrieren. Das ist First Win of the Day. Wo ist der Olegner? Komm zu mir, Angelo. Komm zu mir. Ich glaube, ich stehe ganz günstig. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Könntest du deine Lama? Könntest du kicken? Komm, Angelo. Komm. Guckt euch an hier. Geil. Guck mal, Angelo, was ich... Jetzt, ja, fährst du da oben oder was? Ja. Guck dir mal, was ich verbockt habe. Ich habe in der Mitte noch eine Waffe reingemacht. Waffe bockt nicht, das ist nicht schön. Naja, sieht nicht so schick aus, finde ich. Aber naja, eine Waffe mehr heißt mehr Damage. So, und ich muss sagen, diese Teile hier vorne sehen echt schick aus. Ich habe das erst mit diesen Rundungen da versucht, aber da muss ich selbst sau viel Panzerung abbauen. Und ich finde das echt praktisch so. Also, es sieht ganz gut aus. Ich bin immer noch, nach dem Livestream habe ich ja immer noch die Grafik extrem runtergeschraubt. Ja, es läuft eigentlich ganz gut. Wir müssen jetzt aufpassen. Von links schießen schon ein paar Railguns. Ach du Heiland. Da waren das unsere eigenen, die ja geschossen haben. Ah! Oh Gott, das sind ja ein Haufen Anschluss. Fahr da nicht hin. Oh mein Gott. Ja, warte. Oh mein Gott. Ich bin rübergefahren. Oh. Boah, da waren ein Haufen. 3, 4 Leute. Ich hätte bist du weggekommen? Schießt du drauf und nicht hoch? Nein, ich habe Angst, dass... Okay, warte. Wo bist du jetzt? Hier. Ja. Bleib da hinten stehen. Na, die kommen nicht. Die stehen da alle da hinten. Ich hab deswegen Angst, ja, die sollen kommen, dann stehen sie offen, dann schießen wir bei allen Seiten. Okay. Einer bewegt sich, das ist ein 0. 0 war, glaube ich, Plasma. Oh, der kommt gut an, Anschluss. Der kommt gut vorgefahren. Plasma, Heini. Aber pass auf, da hinten sind immer noch welche. Okay, haben wir schön drei Dings genommen, schön in die Zange. Okay, der ist gleich weg. Der ist weg. Okay. Oh, shit, da ist noch was hinter mir. Ich kümmere mich mal um den, der hat nicht viel. Das ist ein Flug-Heini. Der kann nicht viel machen. Flugheini mit ein paar Laserteile drauf, war jetzt nicht so schlimm. Oh, da habe ich ihn dir weggeklaut. Und da kommt noch der Plasma-Heini von vorne an, Schnur. Na, ich treffe den nicht jetzt. Komm, jetzt hau mir drauf. Ah, pass auf, ganz hinten schießt auch noch was auf dich. Ich kümmere mich um den und jetzt fahre ich hinter, Anschluss. Ich fahre hinter. Er wird gerade abgelenkt von unseren eigenen. Da kann ich... Ja, der schießt jetzt auf dich, ne? Ja, ich bin gleich oben. Ich habe auf die Waffe gerade geschossen. Oh, da ist noch einer, shit. Okay, ich warte hier auf dich. Ah, da kommt noch einer. Oh, ein Railgun. Ah.
Komm, die nehmen wir gut auseinander. Okay, der oben ist keine Gefahr mehr. Kümmer dich lieber um den unten. Ich glaube, der da oben ist keine Gefahr, der da fliegt. Und das ist ja ein Railgunner hier, ne? Nee. Plus steht ja für, oh, für Laser. Ah, jetzt habe ich mich leider gedreht. Voll die Action hier, huch. So. Happen. Das ist nur ein Lasertyp, der ist sowieso gleich tot. Sehr schön. Okay. Oh, du hast schon viel gekillt. Ich habe einen gekillt. Haben wir schon 5 Stück im ganzen Teammatch gemacht. Krass, zum Glück capturen die noch nicht. So, ist noch ein schönes Debüt in... Oh, shit. Ja, da kann ich alle abknallen von uns. Ja, holen wir ihn einfach runter da oben. Dauerfeuer vor so Wind. Okay, ich mache mal über Einzelfeuer wieder. Ja, ich hab'n. Noch einer auf unserem Konto. Sehr schön, haben wir schon 6 abgeknallt. Ja, mein Fahrzeug ist zwar wieder ganz schön beschädigt, aber es fährt. So, ihr könnt ja leider nicht sehen, was wir an Kills gemacht haben. Also Anschluss 4, ich 2, dann kommt noch einer mit 2 und dann kommen noch 2 Einser. Also ist ein ganz gut Teammatch hier gemacht. Sehr schön. Schönes ich Debüt. Ich habe gerade nach oben geguckt. Schönes Debüt. Ja, was, du hast 4 Kills, ich habe 2 Kills, das ist doch schön. Und guck mal, ja, wie viel wir ausgehalten haben, weil wir einfach so fett sind. Einfach nur übelste Panzerung drin. Guckt es euch an, ey. Anschluss, das sieht man nicht mal. Ich sehe, mein Fahrer sieht man schon, weil der recht weit vorne ist. Doch, mein Fahrer sieht man, wenn du jetzt genau hinguckst. Ja, geht schlecht gerade. Ich habe auch Angst, dass noch was kommt. Sitzt der jetzt auch hinten? Nee, sitzt immer auch da. Da vorne schießt was. Ich stelle mich ein bisschen schräg. Da habe ich noch mehr Panzerung als vorne. Jetzt drehe ich mich am besten noch nach hinten. Da können zwar weniger drauf schießen. Meine Richtung, da kann man nicht drauf schießen. So, es sind noch 2 Gegner da. Und der eine traut sich nicht mehr, der will lieber überleben. So wie es scheint. Oh, da ist er. Tja, kriegst du mal voll auf die Fresse. Oh, da kommt noch einer unten. Oh, der macht nochmal ordentlich Damage. Zumindest wirkt es so, wenn ich getroffen werde. Ich treffe den gar nicht, doch jetzt. Komm schon. Okay, da unten jetzt, genau, Anschluss. Rotzen weg. Ich muss mal gucken, wie ich aussehe. Okay, ich sehe noch ganz in Ordnung aus. Na? Komm, ich muss ihn treffen. Ja, ich habe nochmal erwischt. Ja! Yeah, Alter! 5! Und du, also du hast 5 Kills, ich habe 3 Kills. So muss das sein, Anschluss. Tier 5, Debüt. Oder die heißt doch Debüt, ne? Ja, heißt Debüt. Ja. Geil! Muhaha, das kann dir noch Haufen Punkte bringen. Das muss Punkte bringen. Was? Sah doch hervorragend aus. Boah, 4000 RP bekommen und das ohne Premium. Ohne Premium 4000 und dann nochmal zweifach XP. 9000 RP. Geil. Hätte 13.000 sein können mit Premium. Aber ist halt schon ausgelaufen. Geil. Guckt es euch an. Yeah. Und 500 Erfahrungspunkte, also 500 RP plus zum Speiern. Ich wollte mal ganz schnell nochmal gucken, Kosmetik, ob ich mein Schild hier noch dran kriegen kann. Hey, eine Waffe kann ich jetzt austauschen. Wird schwierig, da ein Schild dran zu kriegen. Das sieht ein bisschen dumm aus. Habe ich davon noch welche? Dann könnte ich nämlich so machen. Huch. So, hier. Ach so, stimmt. Da unten habe ich ja noch nichts drin. Jetzt habe ich keine... Nein, ich habe nichts mehr zum dorthin bauen. Damit... Okay, dann belassen wir es erstmal so. Sieht zwar ein bisschen bescheiden aus, aber naja. Lassen wir es mal so. Hauptsache, Noob-Mobil ist dran. Wie tief ist es? Okay, das passt. Sehr schön, das war leider kein Ranked-Match. Oh, jetzt gibt es ein Ranked-Match an schon. Nee, startet in 7 Minuten. Okay, dann halt doch kein Ranked-Match. Aber wir räumen Tier 5 richtig auf, Angelo. Das passt. Noch eine Tier 6 Waffe obendrauf gepappt. Ich könnte eigentlich auch mal einen Haufen Tier 6er noch kaufen. Ich habe eigentlich noch nach oben recht viel Platz. CPU-mäßig weiß ich bloß nicht. Nerdmobil Robocraft. Alter, was hat der denn für einen krassen Namen? Ich bin das Snoopmobil. Und ich bin das Honigschweinchen. Das Honigschweinchen, ja. Und gestern kam ja die Folge raus, mit denen, wo man sich anmelden kann. Und ich muss sagen, echt krasse Beteiligung. Wir haben es jetzt, ja, und das muss man einfach mal sagen. Wir haben es 0.20 Uhr, wo ich jetzt mit Anschluss die Folge noch aufnehme, damit am am Mittwoch, ne? Ja, Mittwoch müsste das dann sein. Komm, lass uns hinten langfahren. Damit Mittwoch noch eine Folge rauskommt. Wir müssen das jetzt einfach jetzt machen. Wir haben den ganzen Tag hier auch ein bisschen am Spiel gearbeitet und so. Keine Zeit gehabt. Aber jetzt geht's.
Ja, und ich gute, ja, rege Beteiligung. Wir haben irgendwas mit irgendwie 30, kommen über 30 Kommentare. Ich gehe mal davon aus, das sind so, ja, vielleicht 25 Anmeldungen oder so, nehme ich mal an. Na, nicht schlecht. Mal gucken, was da noch kommt. Da oben fliegt schon wieder ein Gegner. Einmal habe ich ihn erwischt. Oh, und der mich anscheinend auch. Stirb endlich! Oh, da ist ein Stein. Doch nicht. Doch kein Stein. Ich mag die Flieger echt nicht. Die sind so mir suspekt. Ah, oh Gott, ich rutsche weg. Anschau, du schießt ja immer noch da hinten. Verrückt. Hast du keine Angst vor den Gegnern, die da rumfliegen? Ich kümmere mich. Doch, die feuern die ganze Zeit. Die sind immer durch diese hässlichen Plasmabomber. Ah, den einen habe ich gut erwischt. Der hat bloß nur eine Plasmakanone anscheinend dran. Da kommt nicht nur noch ein Plasma-Dings angeflogen. Und jetzt ist er gleich kaputt. Ah, sehr schön. Wie siehst du aus? Guck mich doch mal an, guck mich doch mal an. Da ist er, da ist der Anschlo. Da sieht man den Anschlo, kann man gut sehen. Hinten ist nichts mehr, alles weggeschossen. Meine ganze Kotkiste weggeballert. Und du hast dann auch, guck mal, ich habe auch einen ganz schönen Schaden bekommen. Krass, hätte ich nicht gedacht. Aber naja, wir haben aber am Ende gewonnen. Hast du einen abgeknallt? Nein, leider nicht. Nee, nur beschädigt. Aber ich finde das krass, wie viele Flugviecher durch die Gegend fliegen. Also auch Flugzeuge direkt. Das ist echt nicht feierlich. Finde ich echt ein bisschen nervig teilweise. Ja, man kann nicht geradeaus fliegen und gleichzeitig schießen. So, schießen wir mal auf den. Und dann können wir nämlich gleichzeitig unseren Freund retten. Oh, ich habe eine Runde geholt. Das gesehen, wie fett ich gesnipert habe. Ich habe fett gesnipert. Boah, irgendwo schießt er noch ein Plasma-Typ auf uns. Oh, unseren Freund. Nein, ich kann nicht drüber schießen. Schieß du drauf. Rette unseren Freund, der hat bloß noch 7%. Shit, da ist noch ein Laser. Da oben. Ah, ich treffe den nicht. Wo ist er denn? Da oben, da wo ich hinschieße. Ich habe ein paar Mal jetzt schon getroffen. Irgendwas kam auch hinter mir irgendwie. Da, wo wir herkamen. Ja, ich muss den jetzt erstmal da runterholen. Das gibt's doch gar nicht. Wieso hält der so lange? Jetzt ist er weg, jetzt ist er weg, jetzt ist er weg. Okay, ich komm capturen. Jetzt ist der Typ trotzdem tot. Ja, wegen Pussy in the Sky hat er schon geschrieben. Aber egal. Da. Nee, ist er unser. Ich hoffe, die eigenen schießen. Ja, ja, die Pussys in the Sky sind immer sehr pussyhaft. Aber komm, wir haben das wieder gut gelöst. 3 Kills, du hast 1 Kill. Das sind 4 Kills insgesamt von Snoops Team. Yeah. Nein! Mein Noob-Mobilschild ist ja weg. Nein! Vielleicht sollten wir wirklich ein tolles ESL-Team machen. Ja, ja, Snoops ESL-Team. Ja, guck mal, das kann nicht jeder. Sich so hindrehen. Geil! Wieder ein Sieg. Ey, das läuft, Anschlo. Das läuft. Das läuft wie Wasser. So. Ich wette mit dir, kaum würden wir ein Ranked spielen. Sieht das nicht mehr so aus. So, wir haben 3 Minuten, dann wird es ein Ranked geben. Ich schau mal auf die Uhr. Theoretisch könnte man darauf warten. Dann gehe ich kurz hier rein. Kaufe mir vielleicht tatsächlich noch ein paar T6-Waffen. Ich bräuchte eigentlich noch 3. Kann ich mir das leisten? Wir schauen mal. Achso, ich muss C drücken. T6. Da ist T6. 1, 2. Ja, 2 kann ich mir auf jeden Fall leisten. Okay. Das wird schon ziemlich cool. So. Aber das Geile ist ja, die CPU fehlt. Und ich habe mir jetzt Sinus Geld ausgegeben, jetzt fehlt die CPU. Ah, kann ich den drauf kriegen? Ja. Ja, fehlt mir die CPU. Dann tausche ich den doch aus gegen den. So. Und dann gehe ich noch in Teststream, ein bisschen gucken, was ich freischalten kann. Also hier habe ich jetzt schon die T6. Die T5er habe ich ja letztens freigeschaltet. Habt ihr ja zugeschaut. Dann mache ich die hier noch. So, habe ich den T5er noch. Dann haben wir hier noch 30, ich habe 69, könnte ich beide Elektroplatten machen? Machen wir doch gerne, komm, beide Elektroplatten freischalten. So, ich habe noch 9 Punkte, kann ich mit dir noch was anfangen? Irgendwas mit 9 Punkten, nein, das sieht nicht aus. Eis holen! Ich hole mir doch kein Eis mit 9 Punkten. So, wir haben immer noch 1 Minute 50 übrig, Mist. Na gut, ich hab jetzt noch eine Waffe drauf gemacht, noch einen T6er. Alter, wo kriegst du die unter? Na gut, bei meinem Problem sind jetzt halt die Elektroplatten. Die fressen halt auch noch einiges an CPU. Ich kann ja mal schauen, wenn ich den jetzt wegmache. Ich habe jetzt 168, oh ja, jetzt könnte ich die Waffe locker dran bekommen.
Jetzt habe ich das Problem, dass mein Level zu niedrig ist. Aber wenn ich ein Level höher bin, dann kriege ich vielleicht meine T6er noch drauf. Und momentan habe ich jetzt 5 T6er. Ja, Olegna ist bestimmt weiter, aber naja, was soll's. Jetzt habe ich sinnlos so eine Waffe da gekauft, so eine T6er. Nee, 4 T6er und 4 T5er. Okay. Ich könnte eine T8er noch drauf machen. So, für alle, die sich das übrigens gefragt haben, ja, warum ich denn jetzt schon diese Waffen hier freigeschaltet habe, das liegt daran, damals gab es diese Unterscheidung hier mit den Tech-Points noch nicht und deswegen konnte man damals mit nur ganz normalen Tech-Points alles freischalten, was es so gibt oder gab und ich habe mich damals nur auf diese SMGs konzentriert, deswegen konnte ich die ganz schnell freischalten. Ja, und deswegen habe ich die jetzt auch und ja, bringt aber nicht viel. Also ich könnte jetzt irgendwie, die kostet arschviel Geld, ich kann ja mal zeigen, wie teuer die ist. Wir haben noch 40 Sekunden, da kann ich das hier. Das ist die T10. Hier, die kommt 106.000. Die hätte ich mir nach den Livestream vielleicht fast leisten können, aber auch nur fast. Und ich weiß nicht, ob das sich gelohnt hätte, weil dann rutsche ich wahrscheinlich sehr schnell in T4. Und ja, da möchte ich nicht T4, sondern sehr schnell in T10. Und da möchte ich irgendwie noch nicht so ganz hin. So, Angelo, in 17 Sekunden geht's los, dann sind wir im Dings drin. Möchtest du noch irgendwas erzählen, deinen Zuschauern, deinen Fans? Ich hab doch keine Fans. Na doch, in meinem Rechner. Jede Menge. Was für ein Scherzbold ich auch bin. Ah, du bist so ein Scherzbold. Ich habe einen Clown gefrühstückt. Ja. So, Angelo, gleich geht's los. Ich mache hier doch noch jetzt schnell. Jetzt geht's schon los. Hier so, da. Auf in die Schlacht. Okay, Endering. Okay. Ich dachte schon, wir sind nicht mehr zusammen. So, übrigens, ja, sorry für den, der mich von uns angeschrieben hatte, ganz am Anfang der Aufnahme. Ich weiß halt nicht irgendwie, ist er jetzt weg und ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Oh Mann. Okay, Angelo, jetzt müssen wir uns nochmal konzentrieren. Nochmal ein schöner Win. Das wäre dann unser Debüt im Ranked Match, glaube ich. Ach nee, ich habe mit deinen haben wir, glaube ich, in Tier 5 schon mal ein Ranked Match gemacht. Aber egal, wir schaffen das. Okay, die Map, die wird etwas schwieriger jetzt. Wo fahren wir lang? Hinten bei den Gletschern? Ja. Okay. Guck mal, hier ist so ein übelster Grippe hier. Kleines Grippe, was in die Luft fliegt. So, du bist da noch, übelst weit hinten. Naja. Ich bin da gestartet. Ich kann doch nichts dafür, dass ich so langsam bin. Weil jetzt sind sie alle hinter mir und sehen, dass ich ein Noob-Mobil habe. Wissen denn überhaupt Amis, was ein Mobil ist? Ich nehme mal an. Ja, bei denen heißt Mobile. Bei denen heißt ein Handy nicht Handy, sondern Mobile Phone. Ja, oh, da oben ist schon der erste Plasmawerfer. Ich habe mir nämlich sagen lassen von im Livestream, ich bin ein Trottel, dass im höheren Tier hier viel mehr die Plasmawerfer gerne drüber fliegen, weil man hier nur kurz reinbürsten muss. Wieso treffe ich den nicht? Okay, jetzt. Ja, da genau das meine ich. Man muss ja nur schnell reinbürsten und schon trifft man irgendwas. Ja, ich bin extra nach vorne gefahren, damit er mich nicht so leicht erwischt. Okay, der ist jetzt eh nicht mehr im Sichtfeld. So, immer schön vorsichtig. Ah, die Musik ist immer noch etwas laut. Ich glaube, die muss ich echt noch runterschrauben. Das mache ich nachher mal, wenn wir wieder draußen sind. Ah, ich wette mir, das ist doof. Oh, da ist ein Gegner. Weil ich finde das teilweise echt nervig, wenn wir keine Gegner haben. Denn das bedeutet, die Gegner fahren woanders lang und capturen dann einfach, während wir... Haha, hat vorbeigeschossen. Hat du vorbeigeschossen? So, sehr schön. Aber es ist halt nur ein Gegner gewesen. Wo sind die anderen? Die sind bestimmt alle bei uns an der Base und capturen. Gehen wir jetzt bei denen Base capturen los. Ja, aber ob das auch reicht? Irgendwo wird hier geschossen. Scheiße. Ich mag das nämlich überhaupt nicht hier. Oh, da hinten ist noch ein. Ich hab ihn mal gespottet. Vielleicht können die anderen da was anfangen damit. So, jetzt müssen wir hier echt aufpassen. Hier sind gerne mal welche. Okay, doch nicht. Ah, ist schwierig, was zu sehen. Ich schieb's auf meine Farbschwäche, so wie immer. Naja, das ist gut, dass du hast, ne? Kannst auf alles schieben. Ja, alles. Was? Ich sehe nicht. Farbschwäche. Was? Er ist blau auf rotem Hintergrund? Sehe ich nicht. Farbschwäche. Alles sehe ich nicht. Egal, was für Farben es sind. Ich habe Rückenschmerzen. Farbschwäche. Noobs haben immer eine Ausrede. Das ist die Regel Nummer 1, wenn man ein Noob sein möchte. Hä, wo sind denn die Gegner? Da oben. Und ist vor allem nicht auf die anderen Gegner. Hören. Da oben ist ein Gegner. Ich habe ihn gespottet.
Ja, das ist auch ganz wichtig. Ja, nicht auf andere hören. Erst recht nicht, wenn sie das Spiel besser können. Das ist tödlich. Ja, ich habe ihn erwischt. Weil wir wissen es besser. Viel hilft viel. Mit mehr Schuss hat man die bessere Chance, jemanden zu treffen. Vor uns gleich den nächsten gespottet. Er hat kurz geballert, das war's. Aber ist interessant. Keiner von den Gegnern spottet. Also die schießen einfach nur auf uns. Wie weit sind wir mit Capture? Okay. Was ich nicht sehen kann, ist jetzt zum Beispiel. Jetzt sehe ich gerade gar nicht, wie weit wir gecaptured haben. Oh, oh, schön, schön. Ich muss extra so nach unten schauen, damit ich den Balkenfortschritt sehen kann, weil ich sonst nicht sehe, wie viel Rot da aufgefüllt ist. Ey, ich muss jetzt die Musik leiser machen. Aber wir haben gewonnen. Ein Ranked Match, aber kaum Damage gemacht. Also wir haben nicht viele Punkte bekommen. Ja. Mist. Aber gewonnen. Gewonnen ist gewonnen. Das ist die Hauptsache. So. Oh, Anjo, ich muss leider sagen, die Folge ist schon wieder zu Ende. Aber wir haben wenigstens noch ein Ranked Match reinbekommen. Total RP, ein bisschen RPs bekommen, ein bisschen Tech-Points. Und wir sind auf Platz 4, bin ich. Und wo ist der Oleg, ne? Achso, das geht jetzt anders. Das geht ja mit F8, kann man... ich weiß nicht genau, mit welcher... Ich glaube, mit F7 nehme ich auf. Ich drücke mal F8. Hoffentlich schmürzt mir nicht ab. Ich glaube, mit F7 nehme ich nämlich auf. Da, Olegna ist Platz 15. Ich kann jetzt nicht nach oben scrollen, denn mit F7, dann schmiert mir die Aufnahme ab. Ach, bei dir bin ich 17? 15, 15 bist du. Na, bei mir bin ich 13. Ja. Ich bin schon so gut. Ja, ich bin schon Platz 4. Geil. Ich warte auf meine Beförderung. Ja, das Noobmobil und der nubische Angelo, wir haben das geschafft. Wir sind ziemlich gut. Und das geht jetzt richtig schnell. Und ja, für die Anmeldung... wollte ich jetzt noch schnell was sagen, bevor es zu Ende ist. Meldet euch bitte nur dort an, wo ich es hingeschrieben habe, dass ihr euch anmeldet. Und zwar ist das jetzt im letzten Video gewesen. Das hieß, glaube ich, Gewinne eine Mitfahrt, heißt das, glaube ich, das Video. Schreibt es dort rein. Später wird es dann immer ein Video geben, wo man sich anmelden kann, wenn man mal mitfahren möchte. Und ich habe hingeschrieben gehabt, ein Level über uns oder ein Level unter uns. Von mir aus kannst du auch Level 1 sein. Das Problem wird nur sein, dass du dann ziemliche Probleme kriegst, wenn wir mit unseren T5ern hier durch die Gegend fahren. Na, wollte ich nur gesagt haben. Aber man kann sich ja verstecken hinter uns. Ja, das kann man. Na gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi. Und ich war der Angelo. Hier von Sinoobs Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.